Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Dieser Podcast ist für alle Frauen, die das Leben erschaffen wollen, das sie wirklich leben möchten. Fragst du dich manchmal, ist das schon alles? Spürst du in dir, dass das Leben noch so viel mehr für dich bereithält? Möchtest du voller Mut und Zuversicht deinen Weg gehen und weißt manchmal noch nicht so genau wie? In diesem Podcast findest du Inspirationen und Geschichten, die Mut machen, deine Seele tief berühren und dich dazu ermutigen, dein wahres Ich in Leichtigkeit und Freude zu leben. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Katharina Thüre und ich bin Gründerin von Soulful Empowerment und Female Creators, meinem Herzensbusiness. Und diese heutige Podcast-Folge ist wirklich ein Special, weil ich mich heute mal auf ein Thema fokussiere, was ich sonst in meinen Kanälen gar nicht so intensiv bediene, nämlich das Thema Mama sein. Weil ich gerade im 8. Monat schwanger bin, wurde ich in letzter Zeit viel aus der Community gefragt, ob ich denn meine Reise ein Stück teilen kann und habe ganz konkrete Fragen mit an die Hand bekommen, zum Beispiel, wie bereite ich mich auf die Geburt vor? Habe ich Ängste vor der Geburt oder generell kommen Ängste hoch? Wie nehme ich die Verbindung mit dem Kind auf? Was besorge ich an Erstausstattung und so weiter? Und ich möchte gerne heute diese Podcast-Folge dazu nutzen, um ganz persönlich meine Reise innerhalb der Schwangerschaft zu teilen, weil für mich die Schwangerschaft nicht immer easy war und easy ist. Ja, ich bin ja noch schwanger und habe noch einige Themen, die da immer wieder aufploppen, auch verbunden mit Ängsten und Sorgen und Selbstzweifeln. Und gerade am Anfang war ich geprägt von viel Unsicherheit und Überforderung und hätte mir gewünscht, da auch noch mehr in der Welt da draußen zu finden, die genau diese Themen aufgreifen. Und ich möchte einfach mit der heutigen Folge mich an alle werdenden Mamas richten und ganz viel Mut machen. Mut dafür, dass es okay ist, auch Ängste zu haben in der Schwangerschaft. Mut machen dafür, dir mehr deinem Körper und der Natur zu vertrauen und dich vor allem von Erwartungen zu lösen. Und Mut machen für dich und deine Bedürfnisse, die du hast, die dein Körper hat und die dein Baby in dir hat, einzustehen und dich noch selbstbewusster und liebevoller abzugrenzen. Wenn dich das Thema also interessiert oder du planst, schwanger zu sein oder du kennst jemanden, der gerade schwanger ist, dann höre gerne diese Podcast-Folge oder teile sie mit anderen tollen Schöpferfrauen. Es ist, wie gesagt, jetzt mal ein bisschen out of the box, aber ich bin natürlich auch dankbar, wenn ich darüber sprechen darf und das mit euch so ehrlich und offen und verletzlich teilen darf. Mach es dir jetzt also gemütlich, lehn dich zurück, entspann nochmal deinen ganzen Körper und dann wünsche ich dir wirklich von Herzen ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Heute teile ich endlich meine ganz, ganz persönliche Reise innerhalb der Schwangerschaft. Es ist mir jetzt ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass diese heutige Podcast-Folge natürlich nicht objektiv ist, sondern super subjektiv. Das heißt, ich teile meine ganz, ganz persönlichen Erfahrungen und damit verbunden meine subjektive, persönliche Wahrheit. Und nur weil das für mich so ist, muss das noch lange nicht für dich oder andere Schwangere genauso gelten. Es ist mir wichtig, einfach nochmal zu betonen, dass jede Frau und damit verbunden auch jede Schwangerschaft ganz, ganz anders ist. Und die Quintessenz für mich ist aber deutlich zu machen, dass Schwangerschaft einfach viele Facetten hat und dass es am Ende darauf ankommt, dass du auf dich, deine weibliche Intuition und deinen Körper vertraust, weil du weißt am Ende am allerbesten, was für dich, deinen Körper und dein Baby richtig ist und dass du lernst, mehr und mehr darauf zu vertrauen. Jetzt gerade, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, ich bin in der 31. Woche und ja, noch 9 Wochen liegen vor mir.
Dann ist der errechnete Geburtstermin und ich bin wirklich schon so gespannt auf diese Geburt, wie das sein wird, wie es ablaufen wird. Und die Schwangerschaft war bis jetzt für mich und ist immer noch sehr, sehr intensiv. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Und ich glaube, dass diese Podcast-Folge natürlich besonders relevant für alle Frauen ist, die jetzt gerade auch schwanger sind oder schwanger sein möchten. Aber vielleicht kennst du auch jemanden, der gerade schwanger ist und du kannst diese Podcast-Folge weiterempfehlen. Und dennoch glaube ich, ist diese Podcast-Folge auch wertvoll für Frauen, die gerade nicht schwanger sind oder auch überhaupt nicht schwanger sein wollen, weil ich viel auch über das Thema Weiblichkeit, über Loslassen, über Abgrenzung, über Ängste sprechen werde. Und ja, Schwangerschaft ist in der heutigen Podcast-Folge das übergeordnete Thema, aber für mich geht es um viel, viel mehr. Und ich werde heute, wie gesagt, sehr offen und ehrlich und auch verletzlich einfach alles teilen, was mir so in den Sinn kommt. Und eben auch die Phasen der Schwangerschaft, die für mich jetzt nicht so easy peasy rosig waren, sondern ich hatte wirklich auch einige Phasen, die für mich sehr, sehr herausfordernd waren. Und ich hätte mir gerade zu Beginn der Schwangerschaft gewünscht, dass auch mehr über solche Themen in der Öffentlichkeit zu finden ist. Und deswegen freue ich mich so, diesen Podcast heute dazu aufzunehmen und so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und dann steigen wir jetzt auch einfach mal direkt in die ersten 3 bis 4 Monate ein. Denn die Zeit war für mich mit am intensivsten. Und das hatte mehrere Gründe. Also zum einen bin ich ungeplant schwanger geworden, was jetzt nicht heißt, dass das Baby nicht gewünscht ist. Im Gegenteil, ich habe mir lange ein Kind gewünscht, habe mir lange gewünscht, schwanger zu sein. Und deswegen ist das für mich auch ein Riesengeschenk. Es ist ein Wunder. Ich bin da unglaublich dankbar. Dennoch kam die Schwangerschaft in einem Zeitpunkt, der gefühlt für mich nicht ganz optimal war, weil ich gerade einige Themen hatte im Business und auch mit meiner Partnerschaft, die separat betrachtet schon herausfordernd für mich waren. Und dann die Nachricht, dass ich schwanger bin, muss ich einfach so ganz ehrlich und offen auf den Punkt bringen, hat mich total überfordert. Es hat mich überfordert, es hat sofort viele Ängste auch in mir ausgelöst und getriggert. Schaffe ich das? Wie schaffe ich das, Mama zu sein und mein Business am Laufen zu halten? Schaffe ich das mit meinem Partner? Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben beide unsere Themen. Wir sind beide sehr freiheitsliebende Menschen. Kriegen wir das hin? Also von Anfang an war das einfach neben der Freude, die auch definitiv da war, war trotzdem auch ein Teil in mir, der gedacht hat, oh mein Gott, wie kriegst du das jetzt auf die Reihe? Und what's happening? Plus, ich bin ja sehr feinfühlig, was meinen Körper angeht. Ich spüre einfach, ich spüre, wenn in meinem Körper irgendwas nicht in Balance ist oder sich verändert. Und ich habe von Anfang an habe ich gemerkt, ich habe das damals halt noch nicht so gut mit der Schwangerschaft in Verbindung gebracht, ich habe gemerkt, irgendwas ist mit meinem Körper anders als sonst und fühlt sich ganz fremdbestimmt an, er fühlt sich out of balance an. Und erst als ich den Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich dann wirklich verstanden, hat es Klick gemacht, ach so, ich fühle mich so, weil ich schwanger bin, weil mein Körper umbaut. Das heißt, ich habe von Anfang an körperlich ganz intensiv wahrgenommen, wie sich mein Körper verändert. Und dann kam etwas später auch hinzu, dass ich mich jeden Tag übergeben habe, dass mir übel war, dass ich keinen Appetit hatte. Das war für mich dann neben der Überforderung mit den ganzen Themen so im Außen, Business, Partnerschaft und oh mein Gott, wie wird es in der Zukunft weitergehen, war es sozusagen innerlich für mich auch eine komplette Umstellung. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt wieder eine neue Sprache lernen. Ich muss jetzt erstmal lernen, mit meinem Körper neu zu kommunizieren und zu verstehen, was er mir gerade versucht zu sagen. Das war für mich sehr herausfordernd. Plus, dass ich auf einmal gemerkt habe, das, was mir sonst viel Energie im Alltag gegeben hat und auch Stabilität und mein Anker im Alltag war, also jetzt ganz konkret zum Beispiel Ashtanga-Yoga, das hat sich auf einmal nicht mehr richtig angefühlt. Ashtanga-Yoga, wer das nicht kennt, das ist ein sehr, sehr kraftvolles Yoga in der maskuline Energie, in der Yang-Energie.
Das heißt, es ist ein sehr aktives Yoga, wo man viel schwitzt, viel atmet und eben sehr herausfordernde Bewegungen auch macht. Und das habe ich fast täglich praktiziert seit mehreren Jahren. Und als ich dann schwanger geworden bin, habe ich gemerkt, immer wenn ich das machen wollte, und ich habe es dann ja auch am Anfang noch gemacht, ist mir schwindelig geworden, mein Körper hat ganz anders auf einmal auf Ashtanga reagiert wie sonst. Und ich habe gemerkt, das tut mir gerade nicht mehr gut. Und auch da durfte ich dann erstmal lernen, okay, all die Dinge, die mir sonst gut getan haben, die mir Energie geschenkt haben, die passen jetzt irgendwie nicht mehr ganz dazu, was mein Körper wirklich braucht. Was braucht er denn überhaupt? Ja, also lernen, mit meinem Körper wieder neu zu kommunizieren und auch einfach die Botschaften zu verstehen. Und das war zum Beispiel auch eine Frage aus der Community, ob man Ashtanga-Yoga in der Schwangerschaft praktizieren darf oder sollte. Und auch hier, ich spreche jetzt ganz persönlich, wie es für mich war. Ich weiß, dass es am Ashtanga die Regel gibt, man sollte in den ersten 3 Monaten nicht unbedingt Ashtanga-Yoga praktizieren. Und nach den 3 Monaten kannst du auf jeden Fall mit Ashtanga weitermachen, solltest aber einige Posen auslassen und auch die Bandhas, also die, so ich jetzt vereinfacht gesagt, die Bauchmuskeln nicht mehr so aktivieren. Also wirklich auch mehr in den Bauch atmen. Aber das hat sich für mich körperlich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Das heißt, ich bin dann umgestiegen auf eine sehr sanfte Form vom Yoga, auf Yin-Yoga und mache jetzt jeden Tag wirklich das komplette Gegenteil von der Ashtanga. Also sehr, sehr sanftes, ruhiges, entspanntes Yoga. Ich verlinke auf jeden Fall in den Shownotes auch Buchtipps und noch Inspirationen von tollen Mama-Accounts und Hebammen-Accounts. Und da ist auch ein Buchtipp mit drin, da geht es genau darum, Ashtanga in der Schwangerschaft. Wenn dich das Thema also speziell interessiert, schau einfach mal in den Shownotes rein und da findest du noch einen Buchtipp dazu. Genau. Dann waren für mich die ersten 3 Monate, wie gesagt, also körperlich, dass ich mich da erstmal dran gewöhnen musste, was jetzt hier umgebaut wird und hormonell passiert, dass ich mich viel übergeben habe, plus eben die Umstellung mit dem Yoga, das Annehmen der Situation und der Umgang mit den Ängsten, das war alles neu für mich. Und was ich mir im Nachhinein eigentlich mehr wünschen würde, dass da viel mehr Frauen drüber sprechen, ist, dass die ersten 3 Monate eigentlich fast so intensiv sind wie die Zeit vor der Geburt, wo man schon im Mutterschutz ist. Und dass das eigentlich so skurril ist, weil wir ja in den ersten 3 Monaten eigentlich noch gar nicht richtig offiziell darüber sprechen dürfen. Also gerade beim Arbeitgeber spricht man das Thema dann ja noch nicht an, ja, weil man ja immer erst sagt, nach 3 Monaten, wenn es dann sozusagen aus der kritischen Zeit raus ist, wenn man weiß, alles ist in Ordnung mit dem Baby, dann kann man das beim Arbeitgeber ansprechen, dann erzählt man das auch Freunden und so weiter. Ich persönlich habe das nie verstanden. Ich habe sofort beim Schwangerschaftstest das mit meinen engsten Freundinnen geteilt, weil ich auch gesagt habe, wenn jetzt was passieren sollte in den ersten 3 Monaten, dann möchte ich auch genau mit diesen Frauen, mit diesen Freundinnen, mit diesen Menschen darüber sprechen können. Ich will das doch nicht für mich behalten, ich will das doch nicht geheim halten, sondern wenn etwas passieren sollte, möchte ich darüber sprechen und jetzt möchte ich auch über all meine Ängste sprechen und meine Fragen stellen dürfen. Und eine Hebamme meinte dann zu mir etwas später, dass es halt eigentlich in den ersten 3 Monaten wesentlich besser wäre, wenn wir da ebenfalls im Mutterschutz wären, weil der Körper in dieser Zeit noch ganz, ganz viel Ruhe braucht. Und weil wir so, konditioniert sind oder es so gelernt haben, in den ersten 3 Monaten gar nicht viel darüber zu sprechen, versuchen wir, so gut es geht, den Alltag weiterlaufen zu lassen wie bisher. Aber eigentlich ist der Körper total am Umbauen und wir brauchen Ruhe und wir brauchen Entspannung. Und das fand ich super spannend, weil mir das selbst gar nicht so bewusst war. Und als ich dann eben mit Freundinnen darüber gesprochen habe, die auch schon Kinder bekommen haben,
habe ich einfach gemerkt, es ging ganz vielen so. In den ersten 3 Monaten entweder extreme Müdigkeit, Schlappheit oder Übelkeit. Aber man hat sich nicht so getraut, darüber zu sprechen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich das Bewusstsein dahingehend verändert, dass ja einfach in den ersten 3 Monaten das völlig okay ist, auch schon zu erzählen, dass man schwanger ist und dass man eben auch diese Ruhe und die Pausen viel bewusster einfordert. Und was mir extrem geholfen hat in den ersten 3 Monaten, ist, mit ganz, ganz vielen tollen Frauen darüber zu sprechen. Ich habe wirklich das Glück, das Geschenk, in meinem Umkreis großartige Frauen als Freundinnen zu haben, die eben schon Kinder haben. Entweder haben sie Abtreibung hinter sich oder eine Fehlgeburt oder sie haben schon 2 Kinder oder ja, also da gibt es von der Vielfalt, was diese Frauen erlebt haben, alles. Und mit diesen wundervollen Frauen bin ich ganz intensiv in den Austausch gegangen und das hat mir unglaublich gut getan, da über meine Ängste zu sprechen und zu verstehen, jede Frau hatte in der Schwangerschaft ihre Themen, aber es wird in der Öffentlichkeit einfach gar nicht so viel besprochen. Und ich teile das jetzt so bewusst, weil es mir einfach ganz, ganz wichtig ist, diese Illusion zu nehmen. Ja, ich glaube, das Bild haben viele, dass man dann denkt, wenn man schwanger ist, dann strahlt man die ganze Zeit und dann ist man der glücklichste Mensch der Welt. Ja, kann sein, dass das für dich so ist und dass du die ganze Zeit glücklich bist und strahlst und das körperlich für dich ganz easy ist. Es kann aber auch eben anders sein und dass wir uns da gegenseitig ermutigen, darüber zu sprechen und uns nicht schlecht zu fühlen. Das war für mich ganz, ganz hilfreich. Und was ein Thema dann auch war, eben verbunden auch mit der Übelkeit und der Appetitlosigkeit, war das Thema Ernährung, was für mich auch herausfordernd war und immer noch ist. Sonst ernähre ich mich sehr intuitiv. Ich habe sonst immer sehr genau gespürt, was mein Körper braucht und mich dementsprechend sehr bewusst und gesund ernährt. Und auf einmal all die Dinge, die ich sonst super gern gegessen habe, wie mein Porridge mit Früchten oder Brokkoli und so weiter, das hat mir auf einmal nicht mehr geschmeckt. Ich hatte auf einmal gar keinen Appetit mehr darauf. Und das hat mich am Anfang extrem frustriert, weil ich gar nicht verstanden habe, was braucht mein Körper jetzt und ja, was tut mir jetzt überhaupt noch gut und was ist gesund und was ist richtig. Und ich habe dann auch hier versucht, eben Austausch zu suchen mit Frauen, die sich in dem Bereich Ernährung sehr gut auskennen. Und bin auch immer noch, ja, obwohl ich jetzt im 8. Monat bin, mit diesem Thema überfordert. Deswegen würde ich das für die heutige Podcast-Folge so ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, schon allein dazu kann man eine ganze Podcast-Folge aufnehmen, angefangen von Nahrungsergänzungsmitteln, Nährstoffmangel, was ist jetzt gut, Kohlenhydrate, arm essen und so weiter. Das würde ich deswegen heute mal ganz bewusst ausklammern. Und das Einzige, was ich eigentlich hier sagen möchte, ist, vertrau darauf, dass dein Körper dir die Signale schicken wird, was er braucht. Und bei mir war es zum Beispiel, dass ich auf einmal wieder Appetit auf Fleisch hatte. Ich habe ja davor lange kein Fleisch mehr gegessen oder super wenig, einmal im halben Jahr irgendwie, ja, also wirklich gar kein Fleisch oder kaum Fleisch. Und jetzt in der Schwangerschaft habe ich wieder angefangen, etwas mehr Fleisch zu konsumieren, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich das nicht tue, reicht es nicht meinem Körper. Also ich habe bis jetzt ja sowieso immer noch nicht wirklich zugenommen, obwohl ich im 8. Monat bin. Das heißt, ja, vertraue darauf und ernähre dich so, wie du in dem Moment einfach willst, auch wenn das vielleicht eigentlich deinen Werten widerspricht, ja, oder du sagst, ja, aber ich möchte mich doch jetzt vegan ernähren und nachhaltig, aber es kann halt sein, dass durch die Schwangerschaft, durch die Hormone, durch den Umbau im Körper, dein Körper auf einmal jetzt wirklich andere Dinge braucht und darauf zu vertrauen, dass ja dein Baby durch deinen Körper dir das signalisiert und dich da auch nicht zu limitieren und zu restriktieren, sondern zu sagen, okay, es ist jetzt vielleicht moralisch, stehe ich da nicht ganz dahinter, aber
es scheint gerade gut zu sein. Es scheint gerade das zu sein, was mein Körper braucht, dann gebe ich ihm das auch. Dir das zu erlauben, ohne dich schuldig oder schlecht zu fühlen, das ist eigentlich so die Main Message, die ich dir gern mitgeben möchte. Was für mich dann auch eines der größten Learnings überhaupt war, was ich auch jeder Schwangeren jetzt wirklich ganz, ganz zu Beginn eintrichtern wollen würde, ist das Thema Abgrenzung. Und ich habe das am Anfang so ein bisschen unterschätzt. Da haben das Freundinnen auch schon zu mir gesagt, so haben gesagt, hey, du hast ein Recht auf Nichtwissen und blockiere auch irgendwie Erfahrungen von anderen ab, wenn du merkst, es tut dir nicht gut. Aber ich dachte halt erst so, ja, ich kann das auch trennen. Und wenn mir dann irgendwie Meinungen von anderen gesagt werden, die nicht mit meinen überstimmen oder wenn mir Geschichten erzählt werden, die nicht ganz so positiv sind, dann kann ich das trennen. Aber im Nachhinein merke ich, es ist extrem wichtig, gerade auch auf das Thema Geburtsvorbereitung, dass du dich in dieser Zeit wirklich ganz bewusst von allen Themen, die Ängste schüren, die Misstrauen und Unsicherheit erzeugen, abgrenzt. Also, dass du wirklich dich von aller Negativität während der Schwangerschaft versuchst, so gut es geht, fernzuhalten. Was meine ich damit konkret? Ich meine damit konkret, dass wenn du schwanger bist, scheinst du für viele Menschen ein Label auf der Stirn zu tragen, wo drauf steht, ja, bitte erzähle mir ungefragt all deine Geschichten, die du von anderen Geburten gehört hast, erzähl mir deine eigene Erfahrung, gib mir ungefragt Tipps und schlaue Ratschläge. Ja, das wirst du dann wahrscheinlich selbst auch merken. Oder ich kennst es auch schon, weil du schon mal schwanger warst. Aber auf einmal ungefragt, oh, du bist schwanger, meine Geburt war so und so. Oder oh, folgende Tipps, ich kann dir das und das empfehlen. Und da ist es wichtig zu verstehen, die Menschen meinen das nur gut. Sie meinen es nur gut, da ist keine böswillige Absicht, aber die Menschen haben ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge und du hast vielleicht eine ganz andere Sicht. Und da ganz klar zu dir und deinen Bedürfnissen zu stehen und auch mal zu sagen, danke, ich würde dich jetzt gerne hier an der Stelle unterbrechen, ich finde das super spannend, was du mir über deine Geburt erzählen möchtest, aber bitte tu mir den Gefallen, lass uns darüber sprechen, wenn ich auch meine Geburtserfahrungen teilen kann. Ich merke, es verunsichert mich gerade. Ich merke, es macht mir Angst. Ich möchte wirklich mit Vertrauen und voller Zuversicht in die Geburt gehen. Es bringt mir gerade nichts, diese Horrorgeschichten zu hören. Bitte teile das zu einem späteren Zeitpunkt mit mir. Als Beispiel. Oder ich hatte zum Beispiel einen Kumpel, der mir ungefragt Geschichten von einem Kind erzählt hat, das krank geworden ist und hat mir dann ein Bild dazu geschickt. Und dann meinte ich auch zu ihm, ich weiß, du meinst es nur gut, aber bitte schicke mir ab sofort ungefragt nicht mehr solche Geschichten und solche Bilder, weil es mich in meinen Ängsten unterstützt und nicht im Vertrauen und mich nicht stärkt, sondern mich eher verunsichert und bitte mach das einfach nicht mehr. Und er meinte halt, er wollte einfach nur sozusagen aufklären, was ist ja, was alles irgendwie passieren könnte. Ist ja auch lieb gemeint, aber ich merke für mich einfach, es dient mir nicht, es stärkt mich nicht und deswegen blocke ich das ganz, ganz direkt ab. Und ich werde zum Beispiel auch im Geburtshaus gebären und nicht im Krankenhaus und auch da war das ganz oft Thema in meiner Familie. Erst neulich war ich bei einer Familienfeier, wo meine Schwägerin auch anfing, aus einer guten Motivation heraus, aus dem Besten für mich, was sie will, ja, wieder anzufangen. Katharina, ich würde wirklich gerne mit dir nochmal darüber reden. Ich glaube nicht, dass es richtig ist und du solltest ins Krankenhaus gehen. Und dann hat sie ihre Erfahrung geteilt. Und ihre Erfahrungen waren eben nicht positiv in der Geburt. Da habe ich auch gesagt, bitte akzeptiere meine Entscheidung. Du kannst darauf vertrauen, dass ich weder mich selbst noch das Baby in Gefahr bringen würde und dass es mir einfach ganz wichtig ist, meine Entscheidung zu tolerieren. Ich höre dich und ich kenne deine Erfahrungen, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht weiter darüber diskutieren. Und das ist nicht einfach, also für mich war es nicht einfach, das so klar auch immer abzublocken und mich da abzugrenzen, aber es ist unglaublich wichtig.
Und ich merke, je mehr ich mich mit Frauen umgebe, die positive Geburtserfahrungen haben, desto mehr fühle ich mich gestärkt, desto sicherer fühle ich mich auch für die Geburt, anstatt mir ständig vor Augen zu führen, was alles passieren könnte. Und an dieser Stelle möchte ich gern den Film Die sichere Geburt empfehlen. Das ist ein wirklich richtig, richtig guter Film, vorbereitend für dich, wenn du schwanger bist, aber auch für Menschen, die vielleicht deine Entscheidung, zum Beispiel in ein Geburtshaus zu gehen, nicht ganz nachvollziehen können. Ich habe diesen Film zum Beispiel meiner Mama geschickt, weil meine Mama eben auch mehrmals schon, ne, so bist du dir sicher und ist Krankenhaus nicht sicherer und ich habe da so eine Angst, wenn du ins Geburtshaus gehst. Habe ich ihr den Film geschickt und habe gesagt, hier Mama, guck dir bitte diesen Film an, wenn es dir wichtig ist, mich zu verstehen und nachzuvollziehen, warum ich mich für ein Geburtshaus entscheide, dann schau dir diesen Film an. Und dann rief sie mich am nächsten Tag an mit einer total freudigen Stimme und meinte, Kathi, ich verstehe jetzt, warum du das machst und ich stehe zu 100% hinter dir und ich finde das so toll und ja, das macht alles so Sinn und es ist ja Wahnsinn, was man heutzutage alles weiß und jetzt verstehe ich auch, warum meine Geburt so leicht war und also das war ein so tolles Gespräch und ich habe mich so gefreut. Ich habe dann auch gesagt, Mama, ich bin so happy, dass du dir diesen Film angeguckt hast und dass du jetzt wirklich hinter mir stehst und verstehst auch, warum ich mich für diesen Weg entscheide. Das ja, macht mich gerade total glücklich. Und ich, also wie gesagt, ich kann diesen Film nur empfehlen. Ich finde ihn wirklich toll, sehr stärkend, sehr ermächtigend. Und da sind wir jetzt auch bei dem Thema, wie ich mich eben auf die Geburt vorbereite. Ich habe einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Ich mache keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs, sondern bereite mich intensiv mit Hypnobirthing vor. Und das beinhaltet unter anderem das Arbeiten mit Affirmationen, mit bestimmten Atemtechniken und auch mit dem Auseinandersetzen von mentalen Blockaden, also von Ängsten. Und das ist jetzt eigentlich, was ich vorbereitend sehr intensiv mache. Also Affirmationen ist ja sowieso etwas, was ich liebe. Ja, ich habe jetzt auch dazu selber eine Audio aufgenommen mit meiner Stimme und Musik dahinter gelegt und eben für mich kraftvolle Affirmationen aufgesprochen. Und diese Audio werde ich auch gerne mit dir teilen. Das heißt, kannst du gerne dir auch anhören, jeden Morgen, jeden Abend. Ich höre das so oft es geht. Heute zum Beispiel beim Frauenarzt im Badezimmer hatte ich dann die Affirmationen im Ohr und habe mir die angehört. Und ich merke, wie gut mir das tut. Also es sind wirklich positive, stärkende Affirmationen zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Mama sein und habe jetzt diese Affirmationen auch für mich nochmal auf Affirmationskarten gebracht. Und falls du das gesehen hast bei Instagram oder falls nicht, dann teile ich es jetzt einfach nochmal und habe mich jetzt halt entschieden, für diesen Zeitraum, wo ich auch schwanger bin, diese Affirmationskarten anzubieten. Das heißt, ich werde die jetzt nicht nur für mich produzieren lassen, drucken lassen, sondern in einer bisschen größeren Menge. Wenn das dich interessiert, ja, dann hör dir gerne die Affirmationen entweder als Audio an oder bestell dir das Kartenset. Da werde ich den Link auch in die Shownotes reinpacken. Und vielleicht kennst du ja auch eine Schwangere, der du das schenken kannst. Die Affirmationskarten, das sind 42 stärkende Affirmationen, eben zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Mama sein, Frau sein. Und die kosten 30 Euro inklusive Versand hier in Deutschland. Dann ist beim Hypnobirthing eben die Atmung ein zentraler Aspekt, weil es darum geht, über die Atmung zu entspannen, über die Atmung dich in Trance zu bringen. Und das ist ja etwas, womit ich mich auch schon davor sehr intensiv beschäftige, durch eben meine Yoga-Ausbildung, durch meine Rebirth-Ausbildung. Das heißt, alles, was in Hypnobirthing ja so als Wissen weitergegeben wird, resoniert zu 100% mit mir. Das ist so gefühlt all das, was ich vorher schon gelernt habe, wird da nochmal unter dem Aspekt Schwangerschaft und Geburt vereint. Und das macht einfach so viel Sinn. Für mich ist das so, ja, das ist der Weg und den will ich gehen und da stehe ich zu 100% dahinter. Und da ist eben die Theorie, dass alles, was dich im Außen ablenkt,
angefangen grelles Licht, viel sprechen, irgendwelche Untersuchungen, Nadeln im Arm, ein Umfeld, wo du dich nicht sicher fühlst, wo eher Ängste geschürt werden, dass das dafür sorgt, dass du verkrampfst und dass du innerlich, ja, muskulär nicht weich wirst und dass die Geburt dadurch sozusagen schwer wird, anstrengend wird, schmerzhaft wird. Und Hypnobirthing heißt nicht, dass es easy peasy wird und dass es nicht wehtun wird. Das wird natürlich sicherlich auch intensiv und bestimmt auch schmerzhaft, aber über die Atmung, über die Affirmation, über die Methode des Vertrauens bin ich mir sicher, erlebt man die Geburt ganz anders. Und ja, ich teile gerne dann meine Erfahrung, wie es am Ende war, aber jetzt gerade zu dem aktuellen Stand blicke ich wirklich voller Zuversicht auf die Geburt und freue mich drauf. Ich freue mich drauf, das erleben zu dürfen und bin da voller Aufregung, also positiv, voller Spannung. Ja, und teile das dann einfach, wenn es soweit ist, teile ich sehr gern, wie meine Erfahrungen mit Hypnobirthing und Geburtshaus waren. Und dann vielleicht nochmal generell das Thema Ängste. Also wie gesagt, in den ersten 3 Monaten, das war super intensiv für mich und da sind viele Ängste auch hochgekommen, gerade auch so Ängste. Ist mit dem Baby alles in Ordnung? Warum nehme ich nicht zu? Mein Bauch wächst irgendwie kaum. Ist alles gesund? Ist alles so, wie es sein soll? Und ich habe für mich einfach verstanden, dass wirklich die tiefsitzendsten Themen bei mir nochmal aktiviert werden und dass das für mich eine Chance ist, wirklich nochmal tief in meine Wunden zu schauen. Und dass es eine Chance zur Heilung ist, zur Reinigung. Und meine Frauenärztin meinte dann auch, dass in der Schwangerschaft baut der Körper so um, dass der Körper alles tut, um zu 100% zu performen, zu funktionieren. Und dass die Schwangerschaft inklusive Geburtsprozess für alle Frauen eine Art von Reinigungsprozess ist, also auch eine neue Geburt ist. Nicht nur das Kind wird geboren, sondern die Frau wird neu geboren. Und dass halt der Prozess wirklich eine Chance ist, all das auch loszulassen und zu heilen. Und das fand ich super spannend. Und so begegne ich gerade auch der Schwangerschaft, dass ich wirklich das auch dazu nutze, okay, was kommen da für Themen noch hoch? Für alte Glaubenssätze, für Ängste. Und da halt auch zu gucken, woher kommen die? Kommen die von meiner eigenen Geburt? Ja? Kommen die aus meiner Kindheit? Und das ist so, so spannend. Und ich bin da so dankbar, dass ich diesen Prozess durchlaufen darf. Und dass ich das zum einen mit all den wundervollen Frauen in meinem Umfeld teilen darf, ganz offen, ganz ehrlich. Und aber auch mit meinem Partner. Also wir beide merken jetzt schon, wie uns die Schwangerschaft so verändert und uns selber auch dazu auffordert, mit unserem inneren Kind nochmal ganz anders in Kontakt zu gehen. Also ja, sehr, sehr spannend. Dann wurde ich auch gefragt, wie ich die Verbindung zu meinem Baby aufnehme. Und das muss ich sagen, habe ich von Anfang an sehr intensiv gemacht, weil ich ab dem 3. Monat, also wirklich schon sehr zeitig, das Baby gespürt habe. Am Anfang war es so ein leichtes Kitzeln in meinem Bauch. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt liegt es eher links, jetzt liegt es eher rechts. Und dann halt relativ schnell auch wirklich Bewegung und Tritte wahrgenommen habe. Das heißt, für mich war es so, dass ich von Anfang an eine Verbindung zu dem Baby in mir gespürt habe. Und das, ja, vertiefe ich dann ganz unterschiedlich. Ich habe wirklich oft meine Hand auf dem Bauch, streichle meinen Bauch ganz viel, spreche auch mit meinem Baby, egal ob jetzt, wenn ich alleine bin, manchmal auch laut, ja, dann spreche ich so ein bisschen, teile, was wir jetzt machen, oder wenn ich irgendwie gestresst bin, dann sage ich so, ja, jetzt gerade bin ich irgendwie ein bisschen gestresst, aber das liegt da und daran und nachher machen wir das und das, also als wäre das Baby schon da. Ich versuche es einfach, so gut es geht, mit in meinen Alltag zu integrieren und auch einzubinden, dass es versteht, was passiert jetzt hier gerade. Oder wenn jemand halt mit dabei ist, dann mache ich das manchmal auch einfach gedanklich, dass ich mit dem Baby spreche.
Wenn ich mich zum Beispiel manchmal mit meinem Partner streite, dann sage ich auch in dem Moment zu meinem Baby gedanklich, hey, alles ist gut, es hat nichts mit dir zu tun. Das ja, ist manchmal so im Leben, dass da Meinungsverschiedenheiten auftreten. Ah, du bist sicher und du bist willkommen und du bist geliebt. Also da, das mache ich irgendwie so. Und was ich auch mache, ist, dass ich mir abends Zeit nehme und ja, nochmal so den Tag Revue passieren lasse und so ein bisschen auch dem Baby erkläre, was haben wir heute gemacht und was hat es da irgendwie gehört und wahrgenommen und miterlebt und mich dann mit einem bestimmten Lied auch verbinde. Also ich habe einen Song, den höre ich ganz, ganz oft und wenn ich diesen Song höre, dann spüre ich irgendwie jetzt schon, wie das Baby dann auf meiner Brust liegt und wie es da ist und wie ich das Baby stillen werde. Also dieses Lied macht irgendwie ganz viel mit mir, löst ganz viele positive Emotionen aus. Und dann visualisiere ich zum Beispiel, wie die Geburt sein wird. Ich visualisiere, wie es sein wird, wenn das Baby da ist. Und begebe mich dadurch in einen sehr positiven Gefühlszustand. Und das ist ja auch eine Art von Verbindung, die ich mit dem Baby eingehe. Und ansonsten natürlich auch durch meinen Partner, der liebt das, mit meinem Bauch zu spielen. Ja, ob jetzt durch Sprechen oder irgendwelche Klopfzeichen, ja, würde ich jetzt sagen, das ist, wie wir das Baby eben einbeziehen und eine Verbindung aufbauen. Dann wurde ich auch gefragt, Thema Pflege, ob ich immer noch No-Poo mache und ob ich da eine Veränderung spüre, gerade durch die Hormone. Und ich mache immer noch No-Poo, es hat sich da nichts verändert. Was ich aber jedoch merke, ist, seitdem ich wieder Fleisch esse, also seit ungefähr 2 Monaten ist das jetzt, merke ich das an meinen Haaren. Ich merke, dass die schneller fettiger werden. Ich merke, dass die sich irgendwie anders anfühlen. Und das ist super spannend für mich nochmal zu beobachten, dass No-Poo, damit das funktioniert, das hat wirklich was mit der Ernährung auch zu tun. Und ja, welchen Einfluss jetzt Fleischprodukte darauf haben, wie schnell sie fettig werden. Das war jetzt für mich wirklich nochmal spannend zu beobachten. Und dann wurde ich auch gefragt zum Thema Erstausstattung, was ich mir alles besorge. Und da kann ich nur sagen, bin ich vielleicht ein bisschen naiv unterwegs. Aber ich habe jetzt erst angefangen, ja, ich glaube, 3 Strampler liegen jetzt im Regal. Und ansonsten haben wir wirklich noch nichts gekauft, denn unser Ansatz ist, so wenig wie möglich anschaffen. Und wenn wir dann im Moment merken sollten, wir brauchen doch noch was, dann kriegt man das meiste in irgendeinem Geschäft oder online bestellt und das ist in 3, 4 Tagen da. Das heißt, wir gehen da gerade sehr entspannt ran. Wir werden uns die Grundausstattung zulegen. Aber selbst das ist, glaube ich, sehr, sehr gering. Also wir werden uns eine Schale fürs Auto besorgen und die werden wir von Freunden leihen oder uns bei einem Online-Anbieter leihen und nicht neu kaufen. Wir werden ja so eine Wickelvorrichtung uns da bauen, aber das auch so einfach wie möglich halten. Wir haben ein Familienbett, das heißt, es wird bei uns im Bett schlafen. Wir werden keinen Kinderwagen am Anfang kaufen. Wir wollen ganz viel tragen, das heißt, eine Babytrage werden wir besorgen. Und wenn wir dann merken, ja, kann ja sein, dass wir mit dem Tragen überhaupt nicht klarkommen, dann kaufen wir uns einen Kinderwagen. Aber jetzt vorher noch nicht. Wir werden uns auch keine Babywanne kaufen oder ja, keine Ahnung, was man noch alles so braucht. Also wir versuchen das so minimalistisch wie möglich zu halten, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass das Einzige, was das Baby am Anfang braucht, also gerade so die ersten 3 Monate, das ist Hautkontakt, das ist Liebe und das sind meine Brüste. Und alles andere wird sich dann Schritt für Schritt zeigen. Ich habe jetzt auf meiner Website noch eine Landingpage integriert, Mama-Lieblinge. Da habe ich ein paar Pflegeprodukte, die ich benutze, also Öl für den Bauch, richtig leckeren Schwangerschaftstee. Ich teile tolle Bücher, die ich gelesen habe, also gerade zum Thema selbstbestimmte Geburt oder artgerechtes
Aufziehen von Babys oder Minimalismus als Eltern. Ganz, ganz tolle Bücher, die es da gibt, die teile ich in den Shownotes oder auf meiner Website kannst du schauen. Da einfach mal stöbern und wenn man sich da zwei, drei Bücher raussucht und die liest, sieht man einfach auch echt schnell, man braucht gar nicht so viel am Anfang. Ja, so, jetzt gucke ich mal auf meinen schlauen Zettel, was ich noch gefragt wurde oder ob ich jetzt alles erwähnt habe. Ich glaube, das ist das erstmal wahr. Vielleicht noch eine Sache, die mir gerade noch einfällt, was ich jetzt rückblickend ein bisschen anders machen würde. Ich würde mir schneller noch eine Hebamme suchen und mehr Untersuchungen gemeinsam mit der Hebamme machen als bei der Frauenärztin, weil ich das Gefühl hatte, dass die Untersuchungen bei der Frauenärztin auch nicht unbedingt stärkend waren, sondern mich eher verunsichert hatten. Und dass ich mich wohler damit gefühlt habe, wenn die Hebamme meinen Bauch untersucht hat ohne Ultraschall und ja, so sage ich mal, eher noch ganz natürlich und minimalistisch. Aber das ist jetzt auch was ganz Persönliches. Würde ich jetzt, wie gesagt, einfach beim nächsten Mal anders machen. Dass ich früher intensiver mit der Hebamme arbeiten würde und weniger Termine beim Frauenarzt wahrnehmen wollen würde. Generell habe ich auch schon nicht so viele Untersuchungen beim Frauenarzt gemacht. Auch das war jetzt eine ganz, ganz persönliche Entscheidung, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht so richtig, was mir die Tests bringen sollen, weil das ist immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn dann eine Wahrscheinlichkeit rauskäme, dass mit dem Baby vielleicht nicht alles in Ordnung ist, weiß ich einfach nicht, was ich damit anfangen soll mit dieser Zahl. Weil es kann sein, dass das Baby dann trotzdem gesund auf die Welt kommt und ich mich vorher verrückt gemacht habe. Plus, wenn es wirklich dann behindert sein sollte, dann ja, kann ich es ja nicht ändern. Ich würde es ja deswegen jetzt nicht abtreiben und habe mich dann halt dazu entschieden, diese Tests nicht zu machen. Und auch hier quasi darauf zu vertrauen, dass alles gut ist, dass ich gesund bin, dass ich sehr gesund lebe und dass das Baby genauso gesund sein wird. Und wenn es anders kommen sollte, dann werde ich ja wissen, wie ich damit umgehen soll. Genau, und habe eben versucht, in der Schwangerschaft jetzt so wenig Tests wie möglich zu machen. Was mich die Schwangerschaft definitiv gelehrt hat, ist, noch mehr in meine Weiblichkeit einzutauchen. Und damit meine ich in die Ruhe, ins Entspannen, in Dinge einfach auch fließen lassen, in Loslassen von Erwartungen und Plänen und mich voll dem Prozess hinzugeben und zu vertrauen, dass alles genau richtig so ist, wie es jetzt ist. Also das war wirklich von Anfang an, habe ich gemerkt, dass mein Körper mich ganz doll dazu auffordert, ruhiger zu machen und ja, loszulassen. Und das war eine sehr spannende oder ist immer noch eine sehr spannende Erfahrung. Und ja, was vielleicht auch noch ganz wichtig jetzt so abschließend ist zu sagen, dass ich nicht nur überlegt habe, okay, was konsumiere ich jetzt an Essen, sondern auch wirklich noch bewusster auf einmal geworden bin, was ich konsumiere an Serien oder an Gedanken, was ich denke, weil es mir einfach ganz wichtig war oder mir sehr bewusst war, dass alles, was ich erlebe, ob jetzt Gefühlswelten oder Gedanken, die ich denke, das löst Energien aus und diese Energien spürt das Baby. Und dass ich da noch achtsamer geworden bin, was ich jetzt wirklich zu mir nehmen möchte, was ich in meiner Nähe haben möchte. Es hat mich noch mehr dabei unterstützt, eben klarer über meine Bedürfnisse zu werden, klarer darüber zu werden, was ist jetzt wirklich wichtig, was tut mir gerade gut, um mich da dementsprechend selbstbewusster noch abzugrenzen. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass das Baby mir das nochmal so doll gelehrt hat und vor Augen geführt hat. Und gleichzeitig möchte ich aber auch an der Stelle nochmal sagen, dass wenn du dich streitest, zum Beispiel mit deinem Partner, dass das auch okay ist für dein Baby. Oder wenn du mal eine etwas stressigere Phase hast,
dass das nicht unbedingt sofort etwas Schlimmes für dein Baby bedeutet, weil ich habe das bei mir erlebt und auch im Gespräch dann mit anderen Frauen. Es ist dann oft so, dass man sich dann so sehr unter Druck setzt und denkt, oh mein Gott, jetzt streiten wir uns gerade und das ist emotional anstrengend oder jetzt bin ich beruflich gerade so gestresst. Das hat doch bestimmt negative Auswirkungen auf mein Baby, dass das dann eher noch so einen Teufelskreis anregt und man sich noch mehr stresst und noch mehr unter Druck setzt. Und das sollte auf keinen Fall passieren, sondern vertrau darauf, dass dein Baby damit voll gut umgehen kann, ja, dass wir alle nicht aus Zucker sind und dass wir von der Natur so gemacht sind, auch mit all den Facetten der Gefühle auszukommen und dass es dein Baby eher noch stärkt, jetzt auch alle Gefühle schon kennenzulernen, ja, dass es einfach nichts Schlimmes ist, dass du da dich nicht schuldig fühlen brauchst, wenn nicht immer alles super entspannt und toll ist. Das ist mir jetzt irgendwie nochmal ganz wichtig, am Ende zu sagen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe mich dann eine Zeit lang sehr gestresst, weil ich dachte, oh Gott, das Baby kriegt ja alles mit und ist das gut fürs Baby? Aber ich habe dann irgendwann auch wirklich mich beruhigt und gesagt, ja klar, es ist doch auch ein Mensch und es gehört auch zum Leben dazu, dass es auch mal gewittert, dass auch mal dunklere Regenwolken aufziehen. Das ist einfach eine Frage, wie gehe ich damit um? Und da bin ich mir sicher, das mache ich gut und das lernt das Baby jetzt einfach auch mit. Ja, darauf eben zu vertrauen, alles ist gut, wie es ist und mit mehr Leichtigkeit dann auch durch die Schwangerschaft zu gehen. Genau, ich glaube, das war jetzt schon sehr lange erzählt. Ich merke, ich könnte da irgendwie noch viel mehr drüber erzählen, weil ich das Thema so spannend finde, auch einfach schon allein über das Thema Hypnobirthing und Geburt. Oh mein Gott, das ist so ein tolles Thema. Aber ja, ich glaube, wenn du den Film Die sichere Geburt guckst, dann hilft das schon total. Und wenn du jetzt trotzdem noch Fragen haben solltest, dann schreib mir gern bei YouTube in den Kommentaren oder bei Instagram unter dem Post und stell die Fragen oder teile gern auch noch Inspirationen, die dir geholfen haben in der Schwangerschaft. Und genau, ich freue mich einfach, wenn da Impulse für dich mit dabei waren. Wie gesagt, es war jetzt eine sehr persönliche Podcast-Folge, wo ich vielleicht gar nicht so viel konkrete Tipps irgendwie geben konnte, aber es hat trotzdem Freude gemacht, diese Podcast-Folge aufzunehmen und einfach das ganz offen und ehrlich so zu teilen, wie es mir ging. Und vielleicht jetzt abschließend noch eine Sache, die mir einfällt, um jetzt den Bogen wieder zu schließen zum Beginn der Podcast-Folge, wo ich gesagt habe, vertraue dir und vertraue auf deine weibliche Intuition und vertraue darauf, dass alles genau so richtig ist, wie es ist. Dass es in der Schwangerschaft meiner Meinung nach auch extrem wichtig ist, sich davon abzugrenzen, wie andere Frauen mit der Schwangerschaft umgehen und sich zu vergleichen. Also ich habe das bei mir am Anfang auch gemerkt, dass ich halt dachte, mein Gott, andere Schwangere, die sind dann irgendwie noch joggen gegangen und standen auf der Bühne und haben noch irgendwelche Workshops gegeben und du bist auf einmal total müde und gar nicht mehr so in deiner vollen Energie und habe dann gedacht, ist das so normal oder was stimmt denn nicht? Aber habe dann auch relativ schnell eben gesagt, so, hey, das ist okay. Es ist ein anderer Rhythmus, mein Körper hat einen anderen Rhythmus, mein Leben hat einen anderen Rhythmus und ich darf mich da absolut nicht vergleichen, sondern darf darauf vertrauen, dass mein Körper mir gerade die richtigen Signale schickt und die Signale sind bei mir jetzt gerade, entspann dich, gönn dir mehr Pausen und lass einfach mal los. Und das war so wertvoll für mich, da aufzuhören, zu gucken, ja, wie ging es anderen, sondern mich viel mehr noch auf mich zu konzentrieren und auch da bewusst eben vom Außen abzugrenzen. Genau, das nochmal als letztes Stichwort zu dem Thema Schwangerschaft. Dann wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge dann wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.